Hey Leute, was geht? Dieses Interieur kommt vielen von euch bekannt vor. Ich befinde mich hier in einem C63 AMG im Facelift. Sieht man direkt am wunderschönen Lenkrad. Der neue hat ja 4 Zylinder, kommt überhaupt nicht in Frage für mich, ehrlich gesagt. Und hier haben wir halt das Thema OPF. Wird das vielleicht mein nächstes Auto? All das schauen wir uns jetzt erstmal im Video an. Bleibt auch dran, weil am Ende werde ich euch sagen, ob mir dieses Auto besser gefällt oder der M4 Competition. Das wird wirklich Kopf an Kopf sehr spannend, auch für mich herauszufinden. Bevor wir loslegen, Leute, lasst erstmal ein Like da für die Videoreihe. Autosuche beginnt und ich würde mich über ein Abo sehr freuen, wenn euch das Thema interessiert. Ich werde die besten Autos in meinen Augen für die Preiskategorie unter 100.000 testen. Ich denke mal, der erste würdige Nachfolger für den M4 ist ein C63 Cabrio. Der Wagen ist gut ausgestattet. Ihr seht, wir haben hier die Holz-Esche-Interieurverkleidung. Wir haben die EWC-Uhr, die für AMGs exklusiv ist. Wir haben das große Command. Wir haben Multifunktionslenkrad natürlich. Wir haben auch beim Facelift den Vorteil, wir können vom Lenkrad aus quasi sogar das Hauptmenü hier ansteuern. Wenn ich hier OK tippe, ist es nicht mehr so, dass ich ans Rollrad hier unten muss. Was hat der Wagen noch? Burmeister High-End-Anlage sehe ich hier. Wunderschön an der Doppelblende. Und Sitzverstellung, Sitzkühlung, Sitzheizung, alles, was das Herz begehrt, Ambientebeleuchtung, alle möglichen Assistenzsysteme, die ich so auch gar nicht von meinem C-Coupé damals kenne. Die alte Liebe erweckt, oder ich sag mal das Upgrade vom C-Coupé damals, was ja viele von euch auch vermisst haben. Und ich würde gar nicht mehr so viel quatschen, wir schauen uns jetzt erstmal das Auto von außen an. Das erste, was dann direkt ins Auge sticht im Vergleich zum Vor-Facelift, ist die Front, Leute. Wir haben den wunderschönen Panamericana-Grill. Ab Werk geil, nachgerüstet finde ich die immer unpassend, egal welches Auto. Wenn er nicht mit Panamericana kam, meiner Meinung nach passt es nicht. Da muss ich Mercedes wirklich sagen, so wie sie es machen, geil. Wenn die Leute anfangen nachzurüsten, feiere ich es nicht mehr. Aber hier haben wir es ab Werk. Und die Optik ganz böse beim C Cabrio durch die breite Front vor allem. Kommen wir mal ans Heck vom Auto, Leute. Ihr merkt an dem hier ganz gut, weil er eben kein Neidpaket hat, wie groß die Chrom-Endrohrblenden sind beim Facelift, Leute, im Vergleich zum Vor-Facelift. Richtige Töpfe, vor allem so lang gezogen. Ich finde, das gibt dem Heck nochmal mehr diese Form, die dem extrem gut steht. Was auch ganz interessant ist, Kofferraumvolumen will ich mal direkt vorwegnehmen beim C63 Cabrio im Vergleich. Gar nicht so, also wirklich gar nicht so viel. Was wir halt hier sehen, ist, die Ladekante sind gefühlt 20 cm wieder. Also da muss ich sagen, fand ich M4 besser, muss ich wirklich gestehen. Obwohl es ein Hardtop-Dach war, hatten wir viel mehr Kofferraumvolumen. Da konnte ich wirklich Koffer reinhauen. Ich weiß jetzt nicht, was es hier für Features gibt, ob man irgendwie was hoch und runter fahren kann. Es sieht nicht danach aus. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich finde Kofferraumvolumen C Cabrio schwierig. Aber gut, es ist ja kein Alltagsauto. Altbewährt, ja. C-Coupé ist halt auch von der Haptik etwas anderes als ein S-Cabrio. Das Softtop, was ich sagen muss, eigentlich ein geiles Design-Feature ist, weil ihr könnt halt bei den Farben euch austoben. Ich finde Rot, dieses Cherry-Rot auf Weiß, eigentlich ganz nice. So mit den Rückleuchten hat schon wirklich was Freshes. Im Vergleich zum Hardtop wahrscheinlich deutlich gewichtsattraktiver und auch, ich sag mal, weniger knarzintensiv. Das werden wir gleich beim Fahren merken. Nichtsdestotrotz, wir sehen direkt auch keine B-Säule, weil es ein Cabrio ist. Ich will ungern bei dem Regenwetter das Dach aufmachen. Es soll auch in erster Linie gar nicht um Cabrio gehen heute, sondern um das C63-Feeling. Und was gehört zum C63-Feeling? Auch der Sound. Das heißt, wir machen jetzt Soundcheck, Leute. Bleibt dran. Ihr habt jetzt 2 Mikrofone. Ein Mikrofon hier und eins bei mir. Wir fangen direkt mal an. Fandest du das laut? Es ging, Leute. Ich will jetzt nicht haten, aber ich hätte mehr erwartet. Liebe Grüße an den Besitzer Adam an der Stelle. Jetzt verstehe ich auch das Problem. Der hat Softlimiter, der war bei 4000 begrenzt. Ich konnte nicht höher drehen und der hat auch nicht geknattert, Leute. Ich war auf Sport Plus Modus, Klappen waren auf, der hat nicht geknattert. Okay, das ist ein bisschen schwierig. Willst du mal reingehen und ein bisschen aufs Gas drücken? Ich höre es mir mal selber von außen an. Und ich rede jetzt auch meine Reaktion. Leute, ein bisschen enttäuscht. C63. Ja, okay. Eben hat es geknattert. Ja, so gut, sie hat es hinbekommen. Aber ohne das Knattern, Leute, bisschen traurig. Bisschen traurig. Ja? Okay. Ja, wenn es nicht knattert, bisschen traurig. Aber vielleicht hört er sich ja besser an unter Last, Leute. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal eine Runde. Das Erste, was ich wirklich vermisst habe, einfach schalten hier am Wahlhebel. Und, hör zu, das Anfahren.
Okay, fangen wir nicht im Sport-Plus-Modus an, das ist unfair. Fangen wir im Komfort-Modus an und gucken wir, was das Auto so bietet. Ich habe direkt gesagt, als ich eingestiegen bin, dass für mich das Gas sich deutlich wertig schwerer anfühlt. Es hört sich komisch an, aber lasst mich das erklären. Hier habt ihr den V8-Flair, Leute. V8-Flair heißt, ihr hört wirklich einen dumpfen, basslastigen Sound. Es ist nicht dieses Fauchen, es ist nicht dieses Kreischen und dieses Knallen, was ich vom M4 kenne, sondern es ist ein wirklich, ja, wie schon präsidentschaftlicher Klang, der dich begleitet. Und gleichzeitig merkt ihr einfach, das Auto hat dermaßen Power, Leute. Das ist der C63 ohne das S, hat 476 PS, soweit ich weiß. Aber das reicht. Also ich bin noch nicht wirklich gedrückt, muss ich auch sagen, fairerweise. Erstmal natürlich Auto warm fahren und auf die Witterung achten. Aber du merkst, dass der extreme Power hat. Der hat extreme Powerreserven auch. Und ich glaube, das S ist wirklich nur ein bisschen Software. Der C63... Das hat schon Potenzial. Potenzial ist übertrieben, ist untertrieben. Das ist schon wirklich krank. Mach mal Sprachsteuerung, direkt mal testen. Navigiere Daimlerstraße 1. Großes Command-Display ist ein Muss, Leute. Ich hasse dieses Garmin Map Pilot, würde ich niemals in der C-Klasse nochmal wählen. Das ist ein Muss. Command Online. Werden wir jetzt auch merken, wie schnell und... Zeilennummer bitte. Ja, das ist natürlich hier ein Witz jetzt. Das ist komplett falsch. Nein, nicht Umluft an. Ja, okay, das ist natürlich das. Dann konzentrieren wir uns wieder aufs Fahren. So. Wie bitte? Komm, lass mich mal in Ruhe dieses. Also, okay, ich muss wirklich sagen, dann Infotainment-System Mercedes. Wenn es nicht MBUX ist, bin ich kein Fan von. Also MBUX ist wirklich geil. Das kann man wirklich mit Sprache befehlen. Aber hier, naja, egal. Fahren wir jetzt mal. Und der Wagen, der hat... Was mir sehr gut gefällt, einfach ein extremes Kraftpotenzial, Leute. Ich will jetzt nicht ständig den Vergleich zum M4 ziehen, aber im M4 musste ich wirklich viel mit dem Getriebe kämpfen, sage ich mal. Vielleicht war das auch einfach nicht meins. Vielleicht ist dieses DSG von M-Performance einfach nicht meins. Aber ich finde, bei diesem Mercedes-Getriebe ist es, glaube ich, die 9G-Tronic oder die 7G+. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, beim Facelift ist die 9G-Tronic. Die ist sehr, sehr sanft, aber wenn du sie brauchst, bringt sie dich nach vorne. Das ist halt. Das sind die Reifen, die durchdrehen. Okay, also selbst mit ESP an und ein bisschen nasser Fahrbahn müsst ihr mit dem Gasfluss aufpassen, Leute. Krank. Der M4 ist nicht so durchgedreht. Entweder waren meine Reifen besser, no front, oder der C63 ist einfach giftig, Leute. Und das ist auch ein Cabrio. Geil. Warte mal. Ich will jetzt nicht provozieren, ich will jetzt noch nicht in Sportmodus und so weiter. Wir fahren ja auch gleich noch ein bisschen Autobahn und alles. Aber. Ich muss sagen, 63 AMG V8 ist wirklich geil. Übrigens, Leute, lasst einen Daumen hoch für die GoPro da. Ich scheue nicht, am Setup zu arbeiten und reinzubuttern, Leute. Es muss natürlich auch alles geil sein für YouTube. Die Assistenzsysteme will ich jetzt gar nicht so groß testen, weil es ist halt immer so ein bisschen, ja klar, Spurhalteassistenz hat der. Der hat, hier machen wir Spurhalteassistenz mal an. Der Totwinkelassistent, das ist sehr geil. Der hat natürlich Rückfahrkamera und all den Schnickschnack, den ich aber will. Ich habe jetzt Bock drauf. Ich habe lang genug ohne Kamera und ich dachte mir, ach komm, du brauchst keinen Spurhalteassistenten. Aber doch, es ist geil. Warum nicht? Wenn du ein Auto suchst, dann nimm einen mit. Einfach. Macht dir das Leben einfacher. Stichwort Auto suchen. Der Wagen ist auch zum Verkauf, Leute, will ich dazu sagen. Das heißt für mich auch gewissermaßen eine Probefahrt. Und wer Interesse an dem Fahrzeug hat und sollte ich es nicht nehmen, habe ich es unten verlinkt, das Inserat, Leute. Es ist wirklich ein geiles Auto bisher, muss ich wirklich sagen. Ja, endlos Power, Leute, endlos Power. V8 AMG hat endlos Power. Der marschiert in egal welchem Gang, egal welches Tempo, marschiert der nach vorne. Und der wird nie müde. Das Auto sagt dir niemals, jetzt bitte nicht und jetzt ist der Gang am Ende und jetzt bitte, ach komm. Das haben ja viele Autos, die werden dann einfach müde. Aber der hier, du kannst ihn wirklich immer noch, Leute, es ist so geil. Du kannst ihn immer noch treten und er bringt dich nach vorne. Und ich bin die ganze Zeit im Komfortmodus, Leute. Das ist nicht Sport Plus und auch nicht Sport oder Race oder wie auch immer. Es gibt auch einen geilen Modus, den ich gesehen habe. Glätte. Guck mal hier. Modus Glätte. Ja, ich sehe den Blitzer. Alles gut. Modus Glätte würde ich auf jeden Fall im Winter nehmen.
Und ich merke auch schon, ja, der geht vorsichtiger vor. Aber geil, dass es das allein gibt. Kenne ich sonst nur von Ferrari. So eine Art Glättemodus. Wir gehen jetzt mal Sport Plus. Und direkt fängt er an zu knallen hinten. Ein bisschen Schubknallen hat er schon, nur muss man lassen. Es ist kein Knallen, aber es ist so ein Schubblubbern. Hört man bestimmt von außen geil. Und ja, die große Frage natürlich, wie ist der Sound trotz OPF? Soundkulisse ist innen sehr gut. Ich habe aber Gerüchte gehört, dass auch viel über die Lautsprecher gehen soll. Bei den neuen AMG GTs sogar. Wenn der Sound wirklich über Lautsprecher kommt, ist es natürlich ein bisschen, ne? Leute, was sagt ihr? Soll ich mir wirklich einen C63 holen? Soll ich die alte Liebe des C-Coupés wieder entfachen? Aber diesmal als AMG V8. Das ist der 4 Liter V8 AMG Motor, den es auch im AMG GT, im S63 Coupé Facelift, in all diesen geilen Autos gibt. Was für mich halt sehr interessant ist, weil du kriegst halt zum C-Klasse-Preis schon diesen ausgereiften, geilen V8 Biturbo-Motor, der ja wirklich, glaube ich, kaum Anfälligkeiten hat, der zuverlässig ist, der Power ohne Ende hat, Reserven ohne Ende. Und ja, das ist schon geil. Natürlich ist der Ur-63er der 6,2 Liter aus dem W204, aber wir sind uns alle einig, was Optik, was Features angeht und Technik etc. ist natürlich der W205 schon das bessere Auto. Ja. Also W204 würde ich nur aus vielleicht aus nostalgischen Gründen oder wenn man wirklich den SLS-Motor fahren will, holen. Aber ich sage ehrlich, es gibt keinen Grund, keinen W205 zu holen. Ist natürlich die Frage. Soft Limiter finde ich schwach, aber auf der anderen Seite, wer rappt so viel im Stand? Ich muss aber sagen, einfach vom Fahrgefühl, vielleicht ist es, weil ich lange Mercedes gefahren bin, aber ich komme mit dem Getriebe und dem Fahr... Ich komme mit dem einfach sehr gut zurecht, würde ich sagen. Also wirklich, das macht extrem Spaß. Ich weiß nicht, kommt dir der M4 spritziger vor oder der C63? Der hier. Ja. Und das ist kein C63S, also es geht noch ein bisschen was. Also die ganzen Assistenzsysteme, die beachte ich gerade gar nicht. Die verwirren mich sogar mehr, diese Temporegelung und sowas. Ist geil zu haben. Ich glaube, auch wenn du den besitzt, wirst du das jeden Tag nutzen und genießen. Aber jetzt ist für mich wirklich das Hauptthema, wie es einfach der V8 Biturbo-Motor ist so geil. Der drückt schon in den Sitz, ne? Ich muss die ganze Zeit gegenhalten, Leute. Sorry, wenn ich ein bisschen komisch sitze, aber ich muss die ganze Zeit... Der Boost, oh, der Gurt hat mich fast im Griff hier. Ich brauche eure Meinung. Findet ihr ein C63S Coupé? Bisschen andere Ausstattung, vielleicht ein Magno. Ja, also grau, schwarz, matt. Wäre das was? Wäre es das? Ich werde trotzdem wahrscheinlich noch ein GT testen. Mindestens mal. S63 ist leider raus, Leute. Das Auto ist als Facelift einfach zu teuer. Aber der GT... Ich finde auch, ich komme mit dem Auto sehr gut zurecht. Die Dimension, also es ist schön wendig. Und er ist auch laut. Ich will gar nicht wissen, wie laut der ohne OPF ist. Geil wäre natürlich jetzt, einen zu finden. Oh, gut, Facelift ohne OPF gibt es halt leider beim W205 nicht. Bei dieser Baureihe. Geiler, als ich mir vorgestellt habe. Es ist vom Feeling her so stark, wie ich damals das S63 Cabrio in Erinnerung hatte. Dieses Reindrücken und einfach nur aufs Gas und der bringt dich voran. Aber gleichzeitig mit der Wendigkeit und auch dem Preispunkt eines M4s. Das heißt, es wäre ein nicer Step. Natürlich werden viele sagen, hey, das ist doch das Gleiche, einfach nur vom anderen Hersteller. Aber Leute, V8 Biturbo ist noch was anderes. Natürlich wäre für mich das Interieur-Feeling gleich. Ich müsste dann echt mich noch ein bisschen was trauen, was Ausstattung angeht. Das heißt, jetzt bin ich natürlich im Vertrauten. Ne? Weiß außen, schwarz innen, Holz, Esche etc. Und diese Sitze kenne ich alle schon. Ich muss dann wirklich anfangen zu suchen. Magno, schwarz, grau, Selenit, irgendwie so grau-matt-Farbe. Und dann Carbon drinne, vielleicht Alcantara-Lenkrad und die Performance-Sitze unbedingt. Dass ich wirklich ein bisschen aus meiner Komfortzone rauskomme und es dann auch wirklich sich nach einem ganz neuen Auto anfühlt. Weil meine Frage oder meine Initialfrage mit dieser Probefahrt war auch, wird mich dieser C63 so sehr flashen, dass es sich wie ein anderes Auto anfühlt als mein C-Coupé damals? Und bis jetzt muss ich sagen, ja. Bis jetzt muss ich sagen, der Motor alleine macht da schon so einen Unterschied.
Das war wirklich also es ist schon ein anderes Auto. Oh Mann, gleich geht's auf die Autobahn nach Frankfurt. Vielleicht werde ich nur mit der GoPro filmen, aber ich nehme euch mit. Meine ersten Eindrücke habt ihr schon mal. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Trotz OPF, hätte ich nicht gedacht. Weil der OPF, ich sag mal so, der OPF ändert ja nichts am Motor an sich. Ist ja trotzdem ein geiles Aggregat. Da geht's halt nur um das Thema Sound. Ich bin gespannt. Ich will kein C63 vor Facelift. Das muss ich offen sagen, ich will das nicht. Weil das ist dann zu nah an dem, was ich aus dem C-Coupé vorher gemacht habe, rein optisch jedenfalls. Und dann ist es irgendwie, ja. Ich will ein neueres Auto, ich will einfach dieses Feeling, ich will das geile Lenkrad, ich will dieses geile Display, was man alles nachrüsten kann, ich weiß. Aber ich hätte es gerne ab Werk schon und dann von dort aus weitermachen. Das ist halt das, was mich persönlich beim GT besorgt. Thema, natürlich Zweisitzer, egal, das ist halt so. Aber das Thema Alltagstauglichkeit, die Riesenschnauze, Thema Parkhäuser wieder, wäre wieder schwieriger beim GT. Aber ich bin noch nie einen GT gefahren, den muss ich auch noch mal testen. Liebe Grüße an meinen Bruder Lato, der mich immer noch auf einen R8 V10 überreden will. Den muss ich eigentlich auch testen. Letztens ist mir ein Huracan vorbeigefahren und der war so laut, wirklich meine Brust hat vibriert. So laut, ihr kennt das Feeling. Der Boden, meine Brust hat vibriert. Das ist ein Feeling, Leute. Das finde ich schon geil. Wenn ich jetzt überlege, dass man das dann mit dem R8 V10 auch hat. Puh, so, jetzt parken wir mal kurz. Was ich halt mega geil finde, hier auch wieder Rückfahrkamera. Film mal. Rückfahrkamera, brutal. Auch vor allem, dass sie die Lenkrichtung sozusagen zeigt. Gefällt mir extrem. Und ja, sehr geschmeidig. Und hier das Schalten, zack, so. Liebe ich auch extrem. Wir switchen um, die GoPro bleibt an und wir gehen auf die Autobahn Richtung Frankfurt. Oh, geil, Motorstart macht schon Spaß. Jetzt sitzen wir hier zu zweit. Wir fahren jetzt eine Runde Autobahn nach Frankfurt. Das ist das erste Mal, dass ich nur mit der GoPro filme, Leute. Deswegen verzeiht, falls die Aufnahme nicht ganz so geil ist oder vielleicht sehr geil ist. Das werde ich für mich herausfinden. Meine andere Kamera bleibt hier ready. Ich muss wirklich sagen, das Auto gefällt mir besser, als ich dachte. Noch ein Wörtchen zu M4 versus C63, die Debatte. Soll ich schon sagen, wie ich mich entschieden habe? Obwohl ich, oder vielleicht weil ich auch 2 Jahre M4 gefahren bin, erlaube ich mir einfach zu sagen, nach der Fahrt hier gefällt mir der C63 besser. Ich will nicht sagen, das eine Auto ist besser, aber er gefällt mir besser. Ich mag das Fahrgefühl, ich mag den V8. Ich mag einfach, ja, den C63 mehr. Hatet mich, es tut mir wirklich leid für alle BMW-Liebhaber, die mich damals wegen des M4s nur abonniert haben. Aber einerseits tue ich auch jetzt wieder Fanlove an alle Mercedes-Liebhaber, wie ich es eigentlich auch einer bin. Ich dachte wirklich immer, der M4 wird mich umstimmen oder das wird natürlich so ein geiles Auto sein, dass ich gar keinen Bock mehr habe auf was anderes. Aber ich habe leider gemerkt, viele von euch haben es auch leider gemerkt, dass der M4 einfach nie emotional an mich ging. So hart es auch klingt, ne? Das haben mir Freunde auch später gesagt, dass er einfach nie so an mich ging und ich nie diese Liebe hatte zu dem Auto wie jetzt hier zum C63 oder zum Mercedes einfach immer. Natürlich ist es auch, wie gesagt, eine Probefahrt, ja. Das ist auch der Wagen, ich will es nochmal sagen, steht zum Verkauf, in dem ich gerade sitze. Aber ich muss zugeben, fürs Feeling, ich will schon eine andere Ausfahrt, ich will doch schon mich was anderes trauen. Heißt so viel wie, ich werde den hier wahrscheinlich nicht kaufen. Das heißt, schreibt dem lieben Adam gerne, Inserat ist unten verlinkt. Heißt nicht, weil ich das Auto nicht mag, sondern weil ich will einfach was anderes. Ich will wieder Coupé fahren. Für mich persönlich und ich will eine andere Außenfarbe, ich will einfach ein bisschen was anderes. So, wenn schon C-Coupé, dann suche ich jetzt nach einem anderen, aber ich weiß, dass C63 auf jeden Fall ganz vorne mit dabei ist. Ganz vorne mit dabei, Top 3, von Anfang an ja schon. Aber ich weiß, dass der hier, beziehungsweise AMG GT dann halt, als nächstes. Und ich muss auch noch einen RAV 10 probieren. Ja? Also das sind die 3 Autos, die bei mir ganz vorne mit dabei sind. Und wenn ihr Ideen habt, was mir noch gefallen könnte oder was ich unbedingt probieren muss,
S-Coupé ausgeschlossen, leider preislich. Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst ein Like da schon mal für die ganzen Probefahrten. Ich habe es euch gesagt, ich werde die Sache angehen. Zwar mit Geduld, aber dafür umso besser und überlegter, weil ich habe den M4 damals auch ein bisschen überstürzt gekauft, Leute. Ich hatte keinen zweiten Wagen zum Ausweichen. Jetzt sind wir hier auf dem Autobahnabschnitt. Der Regen hat auch aufgehört. Ich bin schon bei 200. Wie schnell ging das denn? Der marschiert, Leute. Der marschiert. So geil. Brutal. Brutal. Hier ist unbegrenzt, Leute. Das will ich dazu nochmal sagen. Ich liebe es zu treten. Und dann ruckartig vom Gas, weil dann ploppt er noch ein bisschen. Ja, hier neben mir ist ein CL, was ist das, CLA 35. Ja, komm, ich habe auch keinen Bock auf ein CLA 35 oder 45 oder sowas. Sondern es soll schon wirklich ein V8 sein, ne? Es soll schon ein V8 sein, ne? Sorry, wenn ich jetzt so wieder die Fronten gewechselt habe. Ich habe auch immer gesagt, man kann nie behaupten, etwas sei besser als das andere, ohne beides getestet zu haben. Und ich bin im M4 gefahren, 2 Jahre. Ich kann jetzt sagen, der C63 ist für mich das geilere Auto, ne, in vielerlei Hinsicht. So Freunde, mein Fazit jetzt nach einem halben Tag mit dem C63 AMG C205, kann man sagen. Ja, ich finde das Auto sehr geil. Es ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, obwohl es im C-Klasse ist, obwohl ich das Auto kenne. Durch den V8-Motor ist es einfach für mich ein ganz anderes Erlebnis. Und dann vor allem auch als Facelift. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Seht ihr mich in dem Auto? Welchen Spec sollte ich am besten suchen? Ich will jetzt nicht nochmal unbedingt weiß und drinnen schwarz oder weiß-weiß, auf keinen Fall, sondern es soll schon was anderes werden. Dementsprechend glaube ich, dass meine Richtung dunkelgrau oder schwarz-matt mit drinnen schwarz gar nicht mal so verkehrt ist. Vielleicht rote oder so Akzente, wisst ihr, wie ich meine? So habe ich so ein bisschen die Vision. Aerodynamikpaket würde ich auf jeden Fall nehmen, Performance-Sitze. Aber ja, dafür sind Probefahrten da, dass man das alles abchecken kann. Vielen Dank nochmal an Adam für die Möglichkeit. Und wer sein Auto kaufen will, in dem ich hier gerade sitze, der schaut den Link in der Beschreibung. Und in diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Abo da, folgt für mehr und bis zum nächsten Mal. Ciao.